Vielen Dank. Ich begrüße zu meiner Linken den Trainer der Tigers, den Raumgart. Herzlichen Glückwunsch zum Punktgewinn. Aufsteiger und hier ein und wir wollen auch die Kirche im Dorf lassen, Tobias. Herzlichen Glückwunsch zum Punktgewinn, auch wenn es über weite Strecken des Spiels eigentlich das Pendel etwas mehr in unsere Richtung gezeigt hat, aber da wirst du sicherlich in deiner Spielanalyse nochmal drauf zurückgehen. Ich möchte das Mikrofon vorbeginnen an Marco Scherbaum, den Abteilungsleiter der Handballabteilung, übergeben. Markus. Ja, bevor wir heute mit dem Trainerinterview fortfahren, haben wir heute noch eine ja, schon traurige Aufgabe, noch einen Spieler zu verabschieden. Das ist zum momentanen Zeitpunkt der Saison nicht ganz normal. Das liegt aber daran, dass sich der Janik Holbig entschlossen hat, zum Wintersemester ein Studium in Konstanz zu beginnen und deswegen heute das letzte Mal für die Maddocks am Ball war, vorerst zumindest. Sieht sich ja immer bekanntlich ein paar Mal im Leben. Den Janik habe ich schon ein paar Mal gesehen. Ja, das ist für mich eine spezielle Aufgabe, weil er hat, den trainiere ich seit der F-Jugend hier in Neuhausen und deswegen hat er sich auch wenn er das relativ kurz im Trikot der Maddocks aufgelaufen ist seit letztem Jahr, wollten wir auf jeden Fall noch die Chance nutzen, ihn gebührend zu verabschieden. Janik, komm mal vor. Ja, also wie gesagt, der Janik wird jetzt erstmal nach Konstanz gehen. Ich hoffe natürlich, dass er irgendwann nochmal wieder hier auftaucht. Auch wenn ich befürchte, dass in Konstanz auch schön ist, weil man gut studieren kann. Ja, Janik, vielen Dank für die vielen Jahre hier in der Jugend und natürlich auch die letzten zwei hier. Wir haben immer eine kleine Flasche von den Fellbacher Weingärtnern speziell gebrandet für dich als Abschiedsgeschenk und was vom TSV. Nochmal vielen Dank für alles und viel Erfolg und viel der gut, und dann gebe ich an ihn jetzt zurück. Ja, vielen Dank. Auch Applaus an unseren Abteilungsleiter Markus Scherbaum. Ja, Tim, ich habe jetzt eigentlich erwartet, du stehst mit einem breiten Lächeln. Ja, es kommt langsam hier, nachdem deine Mannschaft Mitte der zweiten Halbzeit, 40. Minute, glaube ich, dann schon mit 7 Toren im Hintertreffen war. Ist da ein Punkt eher als Gewinn einzustufen von deiner Seite? Und wie hast du das gesamte Spiel gesehen? Ja, guten Abend erstmal zusammen. Zu meinem Herzschlag heute 2. Ich denke, die zwei Richtungen aus. Einmal bin ich sehr glücklich über den Punkt, den wir dann am Ende noch geholt haben. Auch wenn es dann, so zu spätern, vielleicht auch zwei hätten sein können. Wie er zustande gekommen ist, muss ich meiner Mannschaft nicht mal ein Riesenkompliment machen. Wir lagen den Tobi, glaube ich, schon mal mit 8 Toren hinten, haben dann noch einen Unentschieden geholt. Ich glaube, die letzten 3 Spiele sind jeweils unentschieden ausgegangen. Wir haben uns super wieder herangekämpft, haben ab der 40. Minute Handball gespielt, so wie wir uns das einigermaßen vorstellen. Aber wie wir uns über 60 Minuten komplett präsentiert haben, bin ich nicht ganz zufrieden. Wir haben uns viel mehr vorgenommen, wir wollten kompakter stehen, wir wollten das schnelle Spiel von Neuhausen ein bisschen mehr stören, wir wollten einfach besser starten in das Spiel, wir haben wieder einen schlechten Start gehabt, laufen eigentlich die ganze Zeit unter Musik hinterher, haben nie den Turnover geschafft und insofern sind wir mit dem Punkt zufrieden, aber wir müssen noch viel arbeiten und wir müssen vor allem schnell dran arbeiten, dass es besser wird alles. Ja, vielen Dank, Tim. Fällt noch ganz kurz, kurze Antwort. Was waren für dich die Gamechanger oder die Komponenten, die letztendlich einen durchaus verdienten Punktgewinn hier realisiert haben?
in den letzten 20 Minuten, sagen wir mal, nach der hohen Führung des Gegners. Ja, wir sind sicherlich hinten dann besser gestanden, haben dann ein paar Tore parat gehabt. Man hat gemerkt, dass beim einen oder anderen von Neuhausen ein bisschen die Luft ausgegangen ist. Wir haben vielleicht ein bisschen reinere Bank gehabt heute, haben besser gewechselt und konnten dann auch unser Tempospiel aufziehen. Vor allem hatten wir vorne dann auch mehr Durchschlagskraft. Wir haben in der ersten Halbzeit, ich glaube, 6 oder 7 frei liegen lassen gegen einen starken Torhüter. Und das haben wir dann ab der 40. vor allem viel, viel besser gemacht. Und deswegen sind wir dann auch verdient wieder zurückgekommen, weil wir dann einfach 20 Minuten sehr, sehr gut Handball gespielt haben. Auf einem sehr guten Niveau, gegen einen sehr guten Gegner, in einer schönen Halle, wo es super Stimmung war. Und ja, deswegen stand der Punkt am Ende für uns verdient. Und deswegen sind wir glücklich und gehen morgen auf der Maas und werden das da entsprechend feiern. Also, wer die Tigers auf den Maas live erleben will, morgen wäre dazu die Gelegenheit. Ja, Tobias, zunächst mal vielleicht kurzes Statement, bevor du dann mit deiner Spielanalyse in die Details gehst. Wir haben, glaube ich, unter der Woche hat sich Glenn Vincent-Baumann auf der halbrechten Position verletzt. Am Knie offensichtlich, man weiß noch nicht genau, zumindest wurde das nicht überliefert, wie schlimm das ist. Hat man heute sicherlich gesehen, dass da eine Wechselmöglichkeit gefehlt hat. Und auch der Kollege Patrick Letzkus saß zwar auf der Bank, aber konnte nicht eingesetzt werden. Waren das auch so Schwierigkeiten, die letztendlich dann nach dem Pitchwap 3-0 relativ gute Führung in der Halbzeit bis zur 50. Minute immer vorne gewesen, immer geführt. Ich glaube, das höchste war 7 Tore, dass man dann am Schluss noch einen Punkt verloren hat. Oder wie sieht deine Spielanalyse aus? Ja, schönen guten Abend. So schön die Woche, letzte Woche in dem Gondat mit dem Sieg in Horkheim, ist die Woche dann aber schlechter und schlechter geworden. Glenn hat sich, der eine riesen Perspektive hat, finde ich, auf Rückraum rechts und unser Linkshänder auf Rückraum rechts auch ist, hat sich am Mittwoch das Knie durchgestreckt. Wir hoffen nicht, dass es der schlimmste Fall ist, aber rechnen mit allem. Der ist morgen im MRT, dann ein bisschen mehr. Und wie es dann so läuft, dann kam dazu, dass Patrick Letzkus am Donnerstag am Ende einfach auf den Fuß tritt und umknickt. Da war heute auch nicht an Spielen zu denken. Und Daniel Mayer hat mich heute Morgen angerufen und sagt, er ist eigentlich komplett krank. Er legt sich jetzt nochmal hin, trinkt eine Kanne Tee und hat sich zur Verfügung gestellt, wenn was wäre, aber war im Prinzip auch nicht möglich, ihn heute einzusetzen. Und dazu kommt Nick Wittke letzte Woche noch mit Corona, startet erst am Donnerstag ins Training. Es war einfach wirklich eine gebrauchte Woche und dementsprechend sind wir dann, glaube ich, vielleicht auch am Ende froh, dass wir einen Punkt doch haben. Weil bei so einem Unentschieden kann es in beide Richtungen ausschlagen. Ich finde, dass wir, da ärgere ich mich über mich selber, dass wir nicht clever genug sind, beim Heimspiel die Seite zu wählen. Vor 2 Wochen waren die Lichtverhältnisse noch nicht so. In der zweiten Halbzeit sehen unsere Torhüter kaum den Ball. Da oben kommt die Sonne so dermaßen rein. Das ist, glaube ich, klar, das Torhüter-Duell in der zweiten Hälfte verlieren. Und dementsprechend Weibling auf den Punkt, der sich dann verdient. Ja, und Tim hat es dann, glaube ich, schon richtig getroffen, dass dann einfach auch so ein bisschen Kräfte verloren gehen. Deswegen Glückwunsch an Weibling. Wir sind natürlich irgendwo enttäuscht, wenn man den Spielverlauf sieht, aber ich glaube, in den letzten 2-3 Minuten kann auch Weibling das Spiel noch ziehen. Dann stehen wir mit leeren Händen da, von dem her vom Punkt, wenn es immer noch gut. Ja, vielen Dank, Tobias. Sicherlich nachvollziehbar die Enttäuschung im ersten Moment und ich glaube, du hast das sehr, sehr gut nochmal dargestellt. Das ist ja auch die Faszination Handball. Man konnte im Vorfeld ja auch lesen, deine Erfahrungen aus der BBOL vom letzten Jahr waren ja, Tim hat es vorhin gesagt, ich glaube, ihr habt euch mit einer vorherigen Mannschaft so übrigens 2-mal unentschieden getrennt, heute einmal. Also wenn der Punkt in Weiblingen in der Rückrunde wieder reingeholt wird, ich glaube, dann wäre das auch in Ordnung. Aber so weit nach vorne wollen wir natürlich gar nicht blicken. Ihr habt
eigentlich, wenn man die Spielverläufe anguckt, die Ergebnisse anguckt, hinten einen ganz guten Start in die Liga hingelegt. Es war bis heute aber kein Pluspunkt auf der harten Seite zur Verbuchung. Dementsprechend tut er sicherlich ganz gut. Nächste Woche kommt München, der Mitaufsteiger. Also spannende Wochen. Wie hast du den bisherigen Saisonverlauf an den ersten vier Spieltagen gesehen? Oder wie wertest du momentan ein bisschen die Lage der Liga? Ja, wir sind gestartet mit einem Heimspiel gegen Fürstenfeldbruck, die letztes Jahr Zweiter waren. Haben uns da sehr gut verkauft. Sind aber ohne Punkte heimgefahren oder daheim geblieben. Dann haben wir in Konstanz gespielt, Absteiger, trainieren unter Profibedingungen, ich glaube 6-7 Mal die Woche. Da haben wir, muss man sagen, am Ende vor allem dann abreißen lassen müssen. Machen letzte Woche ein Spiel gegen Fulingen, wo ein Punkt mehr als verdient gewesen wäre, mit vielleicht auch ein bisschen mehr Spielglück, ein bisschen mehr Schiedsrichterglück. Insofern sind wir mit 0-6 in die Liga gestartet. Wir waren spielerisch dran, wir haben es gut gemacht, aber wenn unterm Strich nichts hängen bleibt, dann ist es egal, ob du spielst oder nicht spielst. Und deswegen, wie gesagt, sind wir mit dem Punkt heute sehr zufrieden. Ich glaube, das gibt meiner Mannschaft, das gibt uns im Trainerteam, das gibt dem Verein nochmal so ein bisschen den Kick jetzt. Und ja, jetzt kommt nächste Woche Dienstag, übernächste Woche Dienstag, kommt dann München am Feiertag zu uns. Und da werden die ersten zwei Punkte daheim bleiben, da bin ich ziemlich sicher. Mannschaft ist jetzt heiß, ich weiß, was ich dagegen habe. Und deswegen bin ich überzeugt davon, dass wir, wenn wir so weiterspielen, wenn wir weiter so kämpfen, dann werden wir viele Punkte kommen. Und ja, wir haben gegen zwei Top-Teams gespielt, haben da uns gut verkauft. Gegen Fulingen müssen zwei Punkte daheim her, da gibt es nichts, so wie gerade so auch personell aufgestellt sind. Das müssen wir besser machen. Und hier in Neuhausen einen Punkt mitzunehmen, das hätte ich vorher unterschrieben. Ich sag, dass wir nicht die zwei Spiele, wirklich drei Punkte haben. Einen haben wir, insofern müssen wir dann nächste Woche zwei Punkte folgen. Ja, vielen Dank, Tim. Wir spielen also erst wieder am Dienstag in der Woche. Daher ist auch klar, dass der Volksfestbesuch ab der einen Woche zur Erholung, kann man alles nachvollziehen, gut geplant. Tobias, 5-3 Punkte. Ja, letztes Jahr in der Abschlussrelegation haben die Maddocks es geschafft, sehr souverän. Wie beurteilst du oder wie siehst du den Saisonstart? Zufrieden? Hätte es mehr sein können oder auch weniger? Vielleicht deine Einschätzung zum Saisonstart der Maddocks nach Spieltag 4. Ich unterschreibe 5-3 Punkte, weil einfach bei uns wir haben zwei Bonuspunkte aus meiner Sicht in Horkheim geholt haben. Die sind nicht selbstverständlich. Heute haben wir dann irgendwo schon den Anspruch, gegen den Aufsteiger auch daheim das Spiel zu gewinnen. Da lassen wir dann wiederum einen Punkt liegen und dann ja, sind wir mit einem Punkt, würde ich sagen, gerade im Plus. Ich will aber jetzt gar nicht so viel nach hinten schauen. In 6 Tagen stehen wir wieder hier gegen Fulingen und da hoffe ich dann, dass da zwei Punkte wieder folgen. Tobias, gibt es eine Zielsetzung deinerseits oder gemeinsam mit der Mannschaft oder dem Management, wo man in dieser Saison stehen will, oder ist das losgelöst vom Tabellenplatz eher deine Spielphilosophie und die Leistung der Mannschaft, die Spieler zu entwickeln? Was sind so deine Schwerpunkte bei der Zielsetzung für die Saison? Also das höchste Ziel ist natürlich, dass wir nächstes Jahr dritte Liga spielen. Das steht über allem. Dabei sollen natürlich junge Spieler weiterentwickelt werden, die dann auch verantwortungsvolle Aufgaben bekommen. Das stellt sich dann manchmal auch ein bisschen schwerer dar, wenn wir mit der A-Jugend das da probieren müssen, weil die natürlich auch dort die Jungen Leistung bringen müssen. Und die Mannschaft hat sich schon ein Ziel gesetzt. Das ist nicht an dem Tabellenplatz, sondern an der Punkteanzahl. Korrigiert sich das, dass man auf einem guten Weg, aber noch weit davon entfernt ist, zu erreicht zu haben. Vielen Dank, Tobias Tisch. Ja, liebe Zuschauer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir lassen die beiden Trainer als auch Sie in den Rest des Wochenendes. Und ich glaube, wer das spannende Spiel heute miterlebt hat,
der hat hoffentlich auch für den nächsten Samstag seinen Kalender soweit freigeräumt und da darf es an nichts fehlen und dementsprechend vielleicht auch noch ein bisschen mehr sein an allen Stellen. Wir nehmen mit, guter Saisonstarter Maddox, da freuen wir uns drauf. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit nochmals. Machen Sie es gut. Bis demnächst. Tschüss. Bleiben Sie gesund. Tim, gute Einfahrt.